Willkommen hier zurück zu ja, dem ersten Video in diesem neuen Jahr auf diesem Channel. Ja, und dem ersten Event allgemein auf Eisenschmiede. Wir haben heute den 01.01.2020. Ja, und wir starten hier direkt mit einem wunderschönen Demolition Derby Event. Ja, ich hoffe, ihr habt es alle gut durch die Silvesternacht geschafft. Ich hoffe, ihr habt auch noch alle eure Finger und seid noch nicht komplett down. Ja, vielleicht brauchen auch noch manche von euch noch ein, zwei Tage, bis sie von ihrem Kater oder sonst was da wieder runter sind. Ja, ist ja alles so möglich. Ich habe schon viel gesehen. Ja, auf jeden Fall folgendes. Heute kommen aber einige. Also es wird auf jeden Fall jetzt ein Demolition Derby geben. Diesmal mit Quillens. Ja. Es wird mit Quillens dort ein nettes Demolition Derby jetzt gleich geben. Sinn und Zweck dieses Demolition Derbys ist folgendes. Wir werden alle hier oben an der Rand hocken und dann, wenn das Signal ertönt, werden wir probieren, uns gegenseitig zu disablen, wer als letzter noch dort unten mit einem funktionierenden Fahrzeug ist oder einem noch halbwegs ganzen Fahrzeug hat gewonnen. Ja, aber jetzt wird es, glaube ich, gleich nochmal erklärt. Wir haben auf jeden Fall einige Leute. Den Skin finde ich sogar recht schön. Ein bisschen sehr übertrieben grün. Das tut schon fast ein bisschen weh. Aber ansonsten ganz nett. So. Ja, einige Polizisten haben wir auch da. Diamond ist ebenfalls da und so weiter. Also viele, viele, viele Leute, die hier ja, auf jeden Fall mitmachen. Das finde ich gut. So. Sinn und Zweck ist in diesem Fall jetzt halt für uns, wir warten erstmal, ne? Wer hier reinkommt, wird halt von den Polizisten getasert. Ja. Das ist halt so. Und ich würde sagen, das grundsätzlich habe ich jetzt schon erklärt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir alle auf unserer Position sind, bevor es losgeht. Ja, ich vermute mal, es gibt wieder zwei, drei Runden. Das heißt, meine Lieben, bis gleich. Ne? So, und da sind wir auch schon wieder hier. Ja, die Leute postieren sich gerade auf ihren Plätzen. Ja, es wird gleich losgehen, das geschickte Rammen hier. Auch wenn der Begriff geschicktes Rammen hier ziemlich blumig ist, das ist im Endeffekt einfach hau den Lukas. Ja, gut. Also mal schauen, wann es alle hinbekommen haben, sich hoch zu postieren. Einige haben es schon geschafft einzusteigen, so, aber so mit dem Positionieren, da hapert es noch ein bisschen. Gut. Das Event heute wird tatsächlich von Kramer sogar geleitet. Hier, also der hat gerade die nette Ansprache gemacht. Ja. Das war schon mal sehr witzig anzugucken. Er hatte leichte Gefühlsregungen. Ja, also es war. Man sollte Kramer nicht provozieren, glaube ich. Man hat es gerade gemerkt. So. Gut. Na komm schon, komm schon, komm schon. Na. Irgendwie. Ja gut, doch, da hinten haben sie ein paar hingepackt. Alle an die gleiche Stelle. Sogar ungefähr. Und hier bei uns so immer vereinzelt. Aber es ist nicht so. Also es gibt richtige Lücken sogar. Also da hinten zum Beispiel, da seht ihr eine ganz schön große. Ja, da hat sich wirklich keiner für entschieden. Und ja, ungefähr vier Leute oder drei Leute, mal gucken. Ich glaube, einer davon könnte sogar ein Admin sein. Oder ein Eventmanagement, auf jeden Fall. Ja. Ah, ich glaube, die wollen sogar gar nicht mitmachen. Na gut, kann ich auch mitleben. Weniger Leute. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 Gegner sind wir jetzt. 26 Gegner. Also 26 Leute in dem Fall. Mit, ohne mich gesehen 25. Gut, meine Lieben. Wir schauen jetzt mal. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt geht's gleich los. Erste Runde. Ja. Denkt dran, also es dient heute jetzt auch ein bisschen kleines Infovideo. Es wird viele Neuerungen geben, vor allen Dingen eben auf meinem Twitch-Channel. Ihr seid herzlich eingeladen, dort einmal reinzugucken. Ja,
Dort wird es viele kleine Neuerungen geben. Außerdem auch in unserem Community-Discord, den Katzen-Community-Discord. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin sehr gespannt und freue mich halt auf euer Kommen. Ich glaube, das wird ein sehr spaßiges 2020. Ja. Gut. Mal gucken, wann das Go kommt. Wir sind alle positioniert. Na? Wann kommt das Go? Na? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was geht denn hier los? Langsam können wir einschlafen. Leute, es sind doch alle positioniert, oder habe ich irgendwie was an den Augen gerade? Kommt schon. Und die Runde beginnt. Geht doch. Und let's do it. Rein da. Guck mal, wie alle warten. Alle warten, aber real. Ja, es gibt die ganz einfache Lösung. Wer sich zuerst rammt, hat bei dem Quillen halt auch gerne mal weniger gute Chancen. Ja, guck mal. Oh, war ja. Und da fliegt schon der Erste. Hier liegen schon einige drauf. Oh, hoppala. Ich habe mal eben einen unserer Ausbilder mitgenommen. Finde ich auch okay. So. Alter. Okay. So viel zum Thema RAM, meine Lieben. Ich habe das Ding angestupst und wir sind geblowt. Kein Kommentar dazu. Gut. Das war's mit der ersten Runde. Wir sehen uns gleich wieder in der zweiten. Ich muss sagen, das war mit Abstand das schnellste Rammen, was ich je in meinem Leben hingekriegt habe. Bis gleich. Lieben Zuschauer, sind wir auch wieder. Runde 2. Diesmal mit einem Truck. Die Leute wollen wirklich, dass die Runden schnell enden, habe ich das Gefühl. Oder sie mögen uns einfach nicht. Nein! Hey, ich habe den Motor aus. Wie kann ich... Ach, okay. Ja, wenn man ein bisschen Energie drin hat, man rollt halt echt gut weiter. Guck mal, ich mache jetzt so ein Morsezeichen. Ah, geht. So. Ich kann auch mal einfach mal gucken, ob du es hörst. Alter, wie laut das einfach ist, ne? Wer denkt sich so eine Clan-Sirene aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die irgendwann, habe ich aus Reflex mal Öl gedrückt. Dann ist mir aufgefallen, ich habe eine Clan-Sirene. Komisch. Ich dachte, jetzt hat mittlerweile eine Skin sein, weil Robert hat irgendwie einen Sportmuskel gekauft, damit bekommen. Oh. Muss ich noch gucken. Wenn ich hier die Lizenz schon habe. So. Meine Lieben. Ja, meine lieben Zuschauer, es wird noch einiges kommen dieses Jahr. Könnt ihr euch drauf freuen? Ja. Außerdem, wenn alles klappt, auch ganz spezielle Sachen halt am Twitch-Channel. Deswegen, ja, schaut da gerne mal vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen. Bald haben wir sogar schon die 10.000 Views geknackt. Oh, das ist cool. So. Ich habe jetzt mal meine Mom gefragt. Jo. Sie spricht mit meinem Vater darüber wegen Affiliate. Oh. Weil das steuerlich gemacht werden muss. Nervtötend. Lass es. Aber ja. Wenn es was wird, dann habe ich. Also, ich habe als Argument genommen, sie wollten ja, dass ich einen Nebenjob habe und dass bei uns in der Ortschaft keine Möglichkeit gibt, einen Nebenjob zu machen, nehme ich halt das als Nebenjob. Habe ich so als Begründung genommen. Ist halt ein anstrengender Nebenjob, aber ja. Macht auch viel Spaß. Ja. Ja. Ich versuche, dass jeder mitmacht bei dem Licht, alles aus. Also, es kommt alles. Bei mir ist gerade Tribodoski-Musik. Gestern hat jemand mal eben 15 Sub-Gifs rausgekloppt. Also insgesamt 75 Euro dafür. Das ist schon heftig. Was ich persönlich krass finde, ist, dass ich schon die 2100 Aufrufe habe. Ja, das summiert sich. Deswegen, also da macht man nicht so viel. Oh, und es... Die zweite Runde beginnt. Wir wünschen euch viel Glück dann. Let's do it. Oh, mein Game tut wieder crashen. Ich weiß nicht, was das für ein random Fehler ist. Oh, Leute. Wir haben jemanden berührt und die Person ist tatsächlich geflippt und wir leben noch. Das grenzt an ein Wunder. Ich bin fünf Meter gefahren. Alter. Alter, Alter, Alter. Nein, nein. Jetzt ist mein Fahrzeug down. Jetzt ist mein Fahrzeug down. Junge. Ich hing auf den Hänger von jemandem.
Oh nein. Junge, was passiert hier? Ja, es geht alles hoch. Alter, Trucks. Trucks. Oh nein. Oh Gott. Wirklich, ich sag das mal dem Zuschauer. Das Ding ist ein einziges Feuerwerk. Seht ihr das? Die rammen sich nur einmal und hier blowt einfach alles. Ja. Flammende Sterne-Festival hier. Flammende Sterne. Oh Mann. Oh Leute, das war jetzt halt eine absolute Kette von Verzweigungen. Das war übel. Und guck mal, da hinten drauf hocken sie alle, die Cops. Guck mal, wie vorsichtig sie alle sind. Sie wissen ganz genau, was passiert, wenn sie sich einmal falsch anstupsen. Da rammt kaum einer jemanden. Ne? Weil sie alle wissen, wenn da einer neben ihnen explodiert, dann war's das. Dame, bei dir ist übrigens gerade Black Screen. Ja, weil mein Spiel neu starten musste. Oh. Das ist aber ausgegangen. Heute zum dritten Mal schon. Wow. Sad. Wenn ich bei zu großen Menschen meinen, kurz zwei, drei Lags kurz zu geben, dann schließt sich's einfach ohne Fehler mehr. Ja, das ist ganz böse. Oh, Leute! Und da gehen die nächsten hoch. Diesmal werden aber die kaputten direkt gelöscht. Und da wurde es zu spät gelöscht. Es geht weiter hoch. Es gehen die nächsten hoch. Oh, shit. Oh, shit. So, Leute. Massenkarambolage hier beim Demolition Derby. Die Trucks sind wirklich die sensibelsten Sachen hier mit. Ja. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wenn es noch eine dritte Runde gibt, sehen wir uns dann gleich. Ansonsten, ne? Gucken wir mal. Gut. Okay, dann bis gleich, meine lieben Zuschauer. Wir sehen uns, wenn wir wieder auf Position sind. Hallo und zurück hier zur dritten Runde, zur letzten, glaube ich auch, mit Go-Karts hier mit bunten. Wir werden jetzt gleich im Endeffekt das gleiche Spektakel der letzten beiden Runden nochmal wiederholen damit. Ich hoffe, diesmal gehen wir nicht alle direkt drauf. Ja, es wird auch noch Nacht. Die ersten fackeln sich da schon selber ab. Finde ich schon witzig, auf jeden Fall. Ne? Ich finde auch so welche Leute, die es schaffen, sich dann direkt schon so blowen, die haben auch gar kein neues Fahrzeug verdient. Na ich habe auch kein neues bekommen. Achso, du meinst das da hinten? Das ist da hinten, was als Wunderkerze gerade fungiert. Es ging gerade eben nämlich die Runde los, ein paar 2 Meter vor, bin gerammt, bin tot. Wow, RIP. Mhm. Gut, meine Lieben. Jetzt geht gleich die Runde los. Wir werden alle aufeinander stürmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ziemlich schnell down bin. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, ne, weil ich habe es nicht geschafft, ein Best-of vom letzten Jahr zu machen. Es tut mir leid, ich bin einfach zu inkompetent dafür. Die Runde startet und im gleichen Anzug hier einmal natürlich danke für das Jahr 2019. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät damit, aber es hat mega Spaß gemacht. Sieht ihr, die erste Kollision damit direkt geblowt. What the fuck? Auf jeden Fall danke sehr für eure Teilnahme letztes Jahr. Es hat mega viel Spaß gemacht. Hier werden jetzt auch natürlich neue Projekte noch kommen auf den YouTube-Channel. Könnt ihr drauf gespannt sein. Ja, ich bin's auch schon sehr. Und ja, vielleicht folgen ja auch mal ein paar Kooperationen. Es gab doch schon ein, zwei Sachen, die da eventuell kommen könnten. Mit witzigen Dingen, die ich halt persönlich sehr witzig fand. Vielleicht kommt da ja noch was. Auf jeden Fall danke sehr für das letzte Jahr. Ich hoffe, wir werden auch dieses Jahr noch viel Spaß hier drauf haben. Ja, ich bin auf jeden Fall noch eine ganze Weile hier auf Eisenschmiede. So lange, bis das Ding hier dem Erdboden gleichgemacht wird, was hoffentlich noch einige Zeit dauert. Gut, diesbezüglich, ich wünsche euch einen angenehmen Tag noch, angenehmen Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.